So, liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei BKM Electric und heute will ich euch zeigen, welche Möglichkeiten wir haben, wenn du einen Dreier oder einen Vierer hast. Ein Vierer ist hier jetzt im Hintergrund. Bezüglich Scheinwerferumbau, welche Möglichkeiten habe ich da? Neue Scheinwerfer oder ein Scheinwerferumbau, was ist sinnvoller, was schaut besser aus? Will ich euch kurz in diesem Video erklären, nach dem Intro das Ganze. So, liebe Leute, zuerst, die Scheinwerfer schauen einfach krank aus. Es gibt halt vieles über die Scheinwerfer zu erzählen tatsächlich. Aber fangen wir an, welche waren eingebaut? Es waren die Vorfacelift LED, war LED oder Xenon einbaut? LED-Scheinwerfer einbaut, tatsächlich LED-Scheinwerfer eingebaut. Das sind auch LED-Scheinwerfer, aber nicht die originalen tatsächlich. Nicht die Iconic, die originalen LED-Adaptiv-LED-Scheinwerfer, sondern im Nachbau gibt es das Ganze auch tatsächlich. Welche Nachbaumöglichkeiten bezüglich Scheinwerfer wir haben, blende ich mal hier ein, hier oder hier. So, ich blende mal ein Foto ein, wie das vorher ausgeschaut hat, weil leider haben wir das jetzt nicht aufgenommen, ist aber überhaupt kein Problem. Was haben wir jetzt alles machen müssen, um auf diese Scheinwerfer umzurüsten? Es war ein bisschen heikel, muss ich sagen, weil diese Scheinwerfer tatsächlich nur gemacht sind für Xenon-Scheinwerfer, also die im Nachbau. Für Xenon-Scheinwerfer. Das heißt, du hast Xenon-Scheinwerfer, du willst auf die umrüsten, die sind dafür gemacht. Das Auto hat da aber ab Werk LED-Scheinwerfer, das heißt, wir haben das FEM kodieren müssen, wir haben es umkodieren müssen auf Xenon, wir haben Kabel ziehen müssen, weil es für das Fernlicht kein Signal gab und so weiter und so weiter. Haben aber das geschafft, hat ein bisschen länger gedauert als erwartet tatsächlich, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, ist der Kunde hoffentlich auch zufrieden. Extra aus Deutschland ist der Kunde hergefahren. 4 Stunden, das war's. So, welche Möglichkeiten hätten wir noch gehabt? Wir hatten am gleichen Tag tatsächlich dann auch einen Vierer aus Deutschland. Bei dem haben wir den Iconic Scheinwerfer Umbau gemacht. Das heißt, seine Scheinwerfer wurden umgebaut. Der hatte auch LED, Vorfacelift Scheinwerfer, die wurden auf Iconic umgebaut. Blenden wir hier ein. Ihr könnt jetzt entscheiden natürlich, welche besser aussehen. Natürlich die Original Optik, ne, OEM-Scheinwerfer oder im Nachbau. Natürlich im Nachbau gab es das Ganze dann mit der Farbsteuerung per App. Blenden wir natürlich auch alles ein, da gibt es Aufnahmen und so weiter. Für den Dreier und für den Vierer verlinke ich mal alle Scheinwerfer, die es gibt in der Infobox, die man nachrüsten oder die man umrüsten kann. So, natürlich ist es das Problem, wie hier zum Beispiel, wir haben umkodieren müssen, wir haben umpinnen müssen, das können wir alles nur hier machen, wir können die Scheinwerfer euch nicht verkaufen, weil es dann natürlich Einbauprobleme gibt. Also wenn ihr herkommt, ich kann euch natürlich gerne alles machen, aber zum Versenden natürlich nur genau spezifisch aufs Fahrzeug. Das heißt, Sie müssen mir die Fahrgestellnummer schicken, dann kann ich nachschauen. Wer original umrüsten will, weil natürlich werden viele sagen, nee, ist Nachbau, bla bla. Aber wer original umrüsten will, der kann bei solchen Scheinwerfern Leute mit 5.000, 6.000 Euro rechnen und bei den Nachbauscheinwerfern sind wir weit unter der Hälfte. Natürlich ist es eine Kostenfrage, natürlich. Vom Aussehen natürlich nicht schlägt original, das ist normal, aber... Aber für diesen Preis natürlich, kann ich sagen, würde ich auch Nachbauscheinwerfer nehmen. Ist überhaupt kein Problem. Ihr seht, diese blauen Lichter hier sind euch sicher aufgefallen, tatsächlich dann drinnen abstecken, wenn die euch nicht gefallen. Die sind halt blau lackiert, also die Plastikrahmen sind blau lackiert, aber auch beleuchtet. Die Beleuchtung kann man dann separat abstecken. Das sind Voll-LED-Scheinwerfer, das heißt Abblendlicht und Fernlicht sind in LED. Noch etwas gibt es zu sagen und zwar, einen Tod muss man sterben, tatsächlich. Und das ist der, dass diese Scheinwerfer kein Kurvenlicht haben. Aber, liebe Leute, das Kurvenlicht ist ja schön und gut, aber Vor-Nachher-Ergebnis und für diese Scheinwerfer würde ich auf jeden Fall sagen, würde ich aufs adaptive Kurvenlicht verzichten. Ist jetzt nicht so notwendig, cool, nice to have auf jeden Fall, aber nicht so notwendig. Diese Scheinwerfer haben kein Kurvenlicht. Wenn du einen Vierer oder einen Dreier hast und einen Scheinwerferumbau oder neue Scheinwerfer haben willst, dann schreib uns eine Mail. Einfach ist wirklich das Einfachste oder über unseren WhatsApp-Kundendienst. Da ist es wichtig, natürlich Fotos von den Scheinwerfern und eine Fahrgestellnummer. Da kann ich dann raussuchen, welche Scheinwerfer für dein Auto richtig sind. Was haben wir noch beim Vierer gemacht? Das wollt ihr ja sehen. Digitales Tacho. Und da gibt es natürlich auch so viele Meinungen zum digitalen Tacho, oldschool oder wirklich jetzt ganz modern. Ich bin natürlich fürs digitale Tacho, schaut extrem cool aus. Manchmal rede ich gegen mein Geschäft auf jeden Fall, aber hier kann ich es nicht machen, weil das digitale Tacho einfach viel besser aussieht. Und wie das alles aussieht, zeige ich euch jetzt gleich. So Leute, natürlich gehört das alles kodiert. Die Scheinwerfer und auch das digitale Tacho. Das digitale Tacho ist original von BMW, ganz neu.
Das heißt, es ist ein bisschen leichter zu kodieren. Leute, wenn ihr gebrauchte Tachos kauft, ist es viel schwieriger, da der Chip auf Null gesetzt gehört, Fahrgestellnummer und so weiter, Kilometer gehören angepasst, würde ich euch eher nicht raten. Das ist immer neu und wir haben hier keine Probleme. So, wie schaut das Ganze aus? Will ich euch zeigen. Richtig cool, muss ich sagen. Digitales Tacho und natürlich haben wir verschiedene. Machen wir mal hier die Zündung an. Wir haben hier auch verschiedene Designs. Schaut richtig cool auf Sport, auf Eco und auf Komfort. Da ändert sich natürlich hier das Menü, was richtig cool aussieht. Es gibt auch natürlich mehr Features wie Musik wird angezeigt, Navi wird angezeigt und so weiter und so weiter. Kann man machen. Und so schaut das Vorergebnis, nicht das Ergebnis, aber Vortacho aus. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Also schaut nicht schlecht aus, kann man nichts sagen, aber ein bisschen besser. Was sagst du? Muss man sagen, digital. Würdest du auch sagen, oder? Ja. Aber vielleicht sind wir... Die Älteren werden sicher aufs Analoge stehen, die so oldschool-mäßig. Bei dem schwierig. Bei dem schwierig, ja, weil das wirklich gut ausschaut, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Weil das... Nein, ich weiß nicht. Aber ihr könnt in die Kommentare reinschauen, was ihr machen würdet. Tacho, Roundabout, je nachdem, ist wirklich wieder unterschiedlich. Weil es ist abhängig vom Rechner, den man eingebaut hat. Lichtwellenleiterkabel verbaut, ja, nein. Das heißt, wo spielen wir uns da? 1200 bis 1500 Euro sind wir beim digitalen Tacho. Je nachdem, welche Ausstattung man momentan hat. So, was gibt es noch zum Vierer zu sagen? Wir könnten hier das CarPlay freischalten, alle mit ID5, ID6. Da können wir das CarPlay freischalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Kunde hat. Das könnten wir kurz checken. Hat er nicht. Hat er nicht tatsächlich. Hätte man freischalten können. Hat er jetzt nichts gesagt. Kann ich ihm vielleicht noch anbieten. Ansonsten schaut das schon richtig gut aus. Was wir noch gemacht haben, Lüftungsgitter war kaputt. Und das haben wir repariert. So, liebe Leute, für alle, die uns noch nicht kennen, mein Name ist Bekim von Bekim Electric. Alles rund um deinen BMW bezüglich Scheinwerfer, Ambientbeleuchtung, Sternenhimmel, Elektronik allgemein findest du auf diesem Kanal. Auf jeden Fall lass ein Like da und lass ein Abo da, um ja nichts zu verpassen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann benutzt einfach die Kommentarfunktion. Alle wichtigen Links für dein Leben findest du natürlich in der Infobox, wie du uns kontaktieren kannst, Homepage, Instagram, TikTok und so weiter und so weiter. Anfragen habe ich gesagt, entweder E-Mail oder WhatsApp-Kundendienst. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Video und ich hoffe, du schaltest ein. Adios.